Wieso brauchen wir Afrika? Ich brauche Afrika, weil dort konnte ich Wertschätzung erleben. Von meinen Lehrern Cheikhou Bangoura, Maguette Camara, Massa Dembélé, Tony Tavares, Julio Jean, Mestre King, Clyde Morgan. Alle diese wunderbaren Lehrern, die mich willkommen geheißen haben in den verschiedenen afrikanischen Traditionen wie den Yoruba und den Mandinka. Diese Wertschätzung, die gebe ich heute weiter an alle Menschen, die zu mir kommen. In dieser Tradition der Wertschätzung, des Willkommenheißens, fühle ich mich zu Hause. Was ich in den afrikanischen Traditionen gelernt habe, Erdung, Aufrichtung, die energetische Sichtweise, die Begegnung, die Unterstützung der Gruppe, das ist universell gültig und auf alle Tanzformen anwendbar. Wenn du zu mir kommst, empfangen dich die Musiker mit ihren Instrumenten, der Goni, Percussion, wir haben viele Melodieinstrumente und auch Gesang. Und in diesem Austausch von deinen Bewegungen und der live gespielten Musik kommt es zu echter Begegnung. Dieser besondere Raum gestaltet sich dadurch, dass die Musiker wirklich aktiv von vorne bis hinten mitmachen. Sie machen das Aufwärmen mit, sie tanzen auch. Und auch am Ende bei den Rede- und Zuhörrunden sind die traditionell ausgebildeten Musiker aus Burkina Faso, Senegal, Guinea sind dabei und haben aktiv teil. Dadurch gestaltet sich das Ritual und der geschützte Raum. Melde dich jetzt an für einen Tanzworkshop in deiner Nähe. Oder ruf mich an und wir vereinbaren ein Kennenlerngespräch. Und im nächsten Film erzähle ich dir mehr zu dem Thema Tanzen als Beruf. Let your body talk, let your body talk, let your body talk.